good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV ist wieder hier und herzlich willkommen zum zweiten Spiel von der FIFA 15 Demo. Aber heute spielen wir nicht Anstoß, sondern Ultimate Team. Kleiner Vorgeschmack auf Ultimate Team. Haben sie auch wieder in FIFA 15 drin. Hier die neue Pack-Animation und hier haben wir Eden Hazard drin. Was für ein Team haben wir? Interessant. Ein Barclays Premier League mit zwei Spielern von Paris Saint-Germain. Hier nochmal ein kleines Intro, das kommt ja meistens immer in FIFA 5, also insgesamt FIFA, wenn man Ultimate Team in der Demo anzocken will. Kommt eine kleine Erklärung, was ich auch nicht schlecht finde, aber ich weiß das natürlich alles, wie das funktioniert, und die länger schon FIFA Ultimate Team spielen, sollten das eigentlich auch wissen. Und ja, das Intro war auch schon fertig, also kurzes Intro, aber gefällt mir trotzdem gut, dass sie es immer wieder einfügen. Wir spielen wieder auf Legende. Letztes Spiel haben wir 3-2 gewonnen mit Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Mal sehen, gegen welches Team wir jetzt spielen. Wir spielen wieder gegen halb Barcelona, so ungefähr gesagt. Jedenfalls haben die Lionel Messi natürlich drin und Sergio Kun Aguero vorne. Und ja, das erste Gameplay von FIFA 15 ging ja über 10 Minuten, 12 Minuten, glaube ich. Bin ich mir aber nicht mal allzu sicher. Und das hoffentlich wird es nicht so lange gehen, außer wenn halt viele Tore fallen. Denke ich, dass es nicht so lange gehen wird. Und dann würde ich sagen, ja, Leiter der Partie ist ein Argentinier, Santarelli. Und wir springen rein in die erste Halbzeit. Viel Spaß. Hope you enjoy. What the fuck? Keeper, was regelst du denn? Yo. Willst du... Oh mein Gott. Yo, Leute, 7. Minute. Ach, ey, ich könnte schon wieder kotzen, ohne Witz. Das ist doch so behindert. Wir haben den Keeper verbessert. Ja. Er wollte hier... War auf der Wasserrutsche oder was war da? Eckball, 41. Minute. Fabregas bringt die Ecke nach innen. Da ist er! Jo, auf der Linie gerettet, warum nicht? Und gehalten. Und wieder Ecke. Klar. Was kann man denn aushalten? Da, so. Wieder auf der Linie geklärt. Ja, Mann. Sauber, Junge. Geil. Wie viel Glück können wir denn noch haben? Halbzeit. 0-1 hinten. Überlegene Mannschaft. Aber naja, egal. Wenn man die Chance nicht nutzt. Und natürlich steht auch immer einer beim Eckball bei denen auf der Linie und klärt den Ball. Ist klar. Naja, viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Wir wechseln jetzt auch mal aus. Wir bringen nämlich Neymar für Willian. Und dann wechseln die hier die Seiten. Ah, nee. So, bleibt so. Reus kommt rein für Fernandinho. Jo, Messi. Klar, haben wir Messi nur. Und Robbe raus. Und dann komm. Drehen wir das Spiel jetzt noch hier in den letzten 20 Minuten. Lol. Freischuss. Das habe ich jetzt nicht durchgelesen. Was? Ach so. Mauer kam vor. Wen schießen wir denn mal? Wen lassen wir denn mal schießen? Eher so. Lass mal Reus schießen. In die Mauer. Wir bleiben mal beim Ball sitzen. Neymar, Schopp, zieht in die Mitte, abgefälscht. Eckball.
Komm hoch! Costa! 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 Diego Costa! 1-1! Flanke Messi, Diego Costa, Kopfball. 1-1. 90. Spielminute. Und Schiedsrichter pfeift danach ab. Gibt's noch eine Verlängerung? Ne, ich glaube nicht. Doch, es geht noch, oder? Geht's noch weiter? Oh, ey, gleich Elfmeterschießen. Also hier gleich mal beim ersten Ultimate Team Spiel Elfmeterschießen. Oh ho ho, Fabregas tritt als erster an. Ah, die Leiste nicht allzu gut getroffen, aber Fabregas macht ihn rein. Aguero gegen Duchess, keine Ahnung. Den kenne ich auch eigentlich gar nicht. Oh. Richtige Ecke, aber leider auch nicht gehalten. Eden Hazard. Ja, er macht ihn auch ganz sicher. Marco Reus gegen unseren Keeper. Reus. Wir bleiben eiskalt stehen. Ah. Schade, hätte ich ja klappen können. Jetzt sind wir dran mit Reus gegen Pepe. Oh fuck, der war richtig schlecht getroffen. Oh. Ach komm. Ja, klar. Oh, auch nicht gut getroffen. Aber Neymar macht ihn rein. Müssen wir jetzt halten? Nee. Oh, Messi, klar, halten wir. Locke easy. Messi. Der hat nicht die Nerven. Und Diego Costa macht ihn. Mein Controller vibriert. Duchess gegen Gündogan. Wenn wir den halten, haben wir, glaube ich, gewonnen. Duchess gegen Gündogan. Und er hält ihn! Duchess hält ihn! Duchess, keine Ahnung, wie man ausspricht. Im Elfmeterschießen noch gewonnen. Was ein packendes Ende, meine lieben Damen und Herren. Geil. Richtig geil. Wir gewinnen also mit 1-9. Wir drücken jetzt einfach mal auf Weiter und mal gucken, was man dann machen kann. Also erstes Spiel gleich mal im Ultimate-Team-Modus gewonnen. Willkommen zur Foot-15-Demo. Ja. Mannschaft wählen. Ah, es gibt verschiedene. Das ist ja geil gemacht. Nice. Oh, das ist ein krankes Team. Aktive Mannschaft. Und ja, dann würde ich sagen, was das von diesem Video. Unsere aktive Mannschaft ist ein gemischtes Barclays Premier League Team mit zwei Ligue 1 Spielern, also zwei Paris Saint-Germain Spielern. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was ich machen. Vielleicht gebe ich auch schon Feedback, aber ich denke mal, nach zwei Spielen kann ich das noch nicht machen. Vielleicht spiele ich auch ein bisschen ohne aufzunehmen. Mal gucken. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir noch ein Ultimate Team, also ein Spiel hier machen mit einer anderen Mannschaft. Und ja, wenn es euch mal wieder gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao!